Rubber Ducky. Oh, der ist aber groß. Oh, wie süß. Hi. Hallo. Moin. Servus. Heute mal kein One Piece. Ich hab wieder Scheiße gebaut, Ton verkackt. Das reden wir später drüber. Jetzt aber erstmal Nightmare Files Clap Clap. Film ab! Herzlich willkommen zurück zu diesmal nicht One Piece. Heute spielen wir Clap Clap. Nightmare. Nee, Nightmare Files Clap Clap. Keine Ahnung, wie das wird. Aber gratis Horrorspiele, die nehme ich so. Heute mit Facecam. Oktober der 8. 1984. Wir sind zurück in der Zeit, Junge. Wir sind zurück. Ich habe eine Werbung in der Zeitung gesehen über einen House-Sitting-Job. Schon seit ich klein bin. Ach so, nee. Weil ich auch kein Geld habe, habe ich mich dafür angemeldet, beziehungsweise eingeschrieben. Ich bin hyped. Horror-Games immer gut. Oh. Das ist interessante Grafik. Das ist ja klar, warum das Spiel so schnell runtergeladen war. Find Maxims Haus. Ach, sieht man gar nicht, ne? Warte mal. Kurze Profi-Einstellung hier. Ja! Ha, ich bin so krass, Junge. So. Andere Seite besser. Wer bist du denn? Bist du Maxims? Entschuldigung. Haben Sie vielleicht ein... Was? Ich suche gerade ein Haus in dieser Straße. Könntest du mir helfen? Klar, um welches Haus geht's denn? Oh, ich suche nach Maxims Place. Er hat mich angeheuert, damit ich auf sein Haus aufpasse. Maxim? Interesting. Normalerweise... Oh, normalerweise fragt er mich, um sein Haus zu bewachen. Ich bin Marco Botowski. Ein Pole, by the way. Ja, schön, dich kennenzulernen, Marco. Kannst du mir verraten, wo das Haus ist? Natürlich. Es ist zwei Häuser runter. Meins ist direkt hier nebenan. Unser Nachbar Savo ist in der Mitte. Du kannst es nicht übersehen. Danke, Marco. Küss dein Herz. Kein Problem. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ich habe meinem Haus Automation System. Okay. Er hat sich irgendein System gekauft. Und er ist jetzt sehr aufgeregt. Ja, das klingt interessant. Was macht es denn? Ja, also. Es soll mein Leben ziemlich einfach machen. Weil, wenn du. Was? Es soll das Kontrollieren meiner Lichter. Meiner Lichttemperatur deutlich einfacher machen. Und das Security-System auch. Ziemlich cool. Mann, das ist atemberaubend. Warum hast du es dir gekauft? Oh, hä, aber was hat das denn damit zu tun? Wegen den ganzen Vermisstenfällen hier in der Nähe. Aber hauptsächlich, weil Savo eins davon hatte und ich wollte es dann auch unbedingt haben. Er ist für seinen Urlaub direkt verschwunden, nachdem er es installiert hat. Said it was built in surveillance systems. War nicht gar kein Englisch, Junge. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Surveillance Systems sind. Schätze mal, er wollte. Ach so, Überwachungssysteme. Ah. Ich schätze, er wollte einfach ein Auge auf sein Haus haben, während er weg ist. Naja, ich hoffe, du hast Spaß daran, deins aufzubauen. Danke nochmal für die Anweisung. Kein Problem, wenn du irgendwas brauchst. Ich bin nur ein Haus weg. Aber was macht er denn hier? Clap, clap. Das ist das Logo vom Spiel. Da ist ja nicht mal was drin, Bro. Geht's dir gut? Mit so einem kantigen Gesicht, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Komm, mach auf. Boah. Müll. Kann ich in sein Haus reingehen? Kann ich mal kurz spitzeln, was das da für ganze Systeme sind?
Ich kann nicht springen. Oh mein Gott, meine Beine. Oh mein Gott. Ich sehe meine Arme. Meine Beine sind nicht fähig, sich zu bewegen. Mano. Oh. Ich will doch springen. So, das ist jetzt also Sabo? Sabos Haus? Genau. Clap Clap Certified Smart House Surveillance. Oh. Aber was hat eine Überwachungskamera mit Clap Clap zu tun? Oh. Müll ist nicht ganz voll. Briefkasten geht nicht auf. Schade. Dann wollen wir mal in Maxims Haus. Oh. Der Hausbesitzer hatte irgendwas davon gemeint, dass die Schlüssel im Garten sind. Dann gehen wir mal in den Garten. Oh. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite in den Garten. Boah, vom Ding her ist sowas hier, so eine Nachbarschaft, voll cool. So ein riesiger Platz zum, weiß ich nicht, Fahrradfahren als Fahrradfahren üben als Kind oder Autofahren üben. Generell so Ballspielen auf der Straße geht auch überklar. Kannst du keine Fenster zerdeppern, weil du so viel Platz hast. Lecco mio, Alter. Der hat aber auch ein schönes Haus. So, ach so, kleines Flüsschen hat er auch. Wunderschön. Was, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo soll das sein? Ich war beschäftigt damit, mich mit Neid auseinanderzusetzen. Ich schätze mal irgendwo in der... in der Blume. Und da sind sie auch. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, wie cool ein Windspiel. Mach den Ton für mich, Baby. Jetzt muss ich wieder nach vorne, ne? Kann ich sprinten? Ja, kann ich. Ich kann einfach durch die Hintertür reinkommen. Ist das ein Problem? Ist ja eh nicht mal zu Hause. Wen juckt das? Warum ist alles schwarz? Wegen einem Ladescreen. Und du? Hallo? Habe ich was falsch gemacht? Ach so, ich bin schon drin. Reden wir nicht drüber. Jetzt stand ich da eine halbe Stunde drin, weil ich nicht gesehen habe, dass ich nicht in einem Ladescreen bin. Aber was ist denn? Also ich meine, es ist sehr vollgestellt auch, ne? Platzmanagement ist nicht so krass. Ich muss die Nachricht hier lesen. Hey, danke fürs House-Sitting. Guck mal bitte, dass du die Mailbox checkst. Also die Briefkasten. Dass du die Pflanzen bewässerst. Und dass du den Müll rausbringst. Drücke Q, um die Lights an- und auszumachen. Wenn du fertig bist, kannst du... Oh, geil. Kannst du dir ein bisschen Essen aus dem Kühlschrank nehmen. Korrekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir denn da? Ich hoffe Fischstäbchen. Ja, oh, perfekt. Oh. Nee, das ist doch rohes Fleisch. Muss ich das echt noch kochen? Oh, eine Coke ist da auch geil. Da freue ich mich doch. Was ist das hier? Clap, clap. Ah, das ist die Rechnung. Nur 97 für das komplette Haus. Das ist ein Schnapper. Was soll ich machen? Ich sollte den... Warte, ich sollte erstmal die Mailbox checken. Das ist, glaube ich, das Schnellste, was ich erstmal machen kann. Ist der Tuppes da hinten immer noch? Oh, ich glaube, er ist weg. Er steht auf jeden Fall nicht mehr hier. Er ist wohl auch fertig mit seinem Stuff. Was er immer da gemacht hat. Typ. Hat nicht funktioniert. NPC-Move. Ah ja, ich sollte meinen Briefkasten checken. Hä? Aber ist das nicht Mail? Das ist doch die Mailbox. Oder hat er irgendein PC oder ein Handy gelabert? Oh, was ist das denn? Rotate? Zoom? Ich kann davon nichts lesen, wa? Mysterious Killer? Irgendwas now? Nee. Ah, scheiß drauf. Boah, geil. Ein paar Lace Chips. Geht die von selbst irgendwann zu?
Oder war ich das? Das war das. Das da. Das ist voll geil. Kann ich damit etwas. Kann ich das spammen? Nein, nicht wirklich. Nein, ist gut. Boah, eine Pizza liegt hier auch noch. Weil, wo ist denn jetzt diese Mailbox? Im Garten ist doch keine Mailbox. Moment. Ach, ich soll erstmal die Räume erkunden. Ach so. Wow. Boah, das ist eng. Enter. Schade. Ist nicht immer der erste Raum, wo man reingehen sollte. Oh, das ist fies, dass man nicht sieht, was hier drin ist, wenn man reinläuft. Was ist das denn? Wie rotate ich das nochmal? R. Ich drücke R. Achso. Horror 101. Was ist das vor mir, Junge? Was ist denn das für ein Horrorfilm? Athlet, Alter. 300 Jumpscares. Jumpscare-IDs. Oh Gott. Was haben wir hier? Oh, es ist weg. Es ist wieder da. Es ist wieder weg. Es ist wieder da. Es ist wieder weg. Was ist mit diesem Bild? Warum? Sobald ich reinlaufe, ist es weg. Okay. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich Mr. Max. Maxim. Blut? Warum ist das Licht aus? Oh. Oh, Entchen. Ah, ich mach sogar Geräusche. Komm in die Badewanne. Oh, es sind drei. Nee, komm ins Klo. Wer raus? Ah, nee, das ist gar nicht dreckig. Ich glaube, die Tür kommt von selbst zu. Schrammel das in die Ecke. Nee, warte. Du bist anders. Du kommst in die Mülltonne. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Sag mal! Er fliegt! Es ist der Messias. Tut mir leid. Warte, du hast deinen Ehrenplatz. Du kommst da hier oben. Dein Problem. Hier war ich noch nicht drin. Oh, mein Schlafzimmer. Hier chillt doch safe ein Monster unterm Bett. Sag ich. How to kill a house sitter. Hä? Wie obvious willst du es denn machen? How to kill a house sitter, wie spezifisch aber auch. Nicht how to kill a person, how to kill a house sitter. Oh, die hasse ich am meisten. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen. Was ist denn das eigentlich für ein Geräusch die ganze Zeit? Das klingt so, als würde ich irgendwo abbiegen wollen. Ding, 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 ding. Komisch. Hier sind noch zwei Räume. Wahrscheinlich Abstellraum und irgendwas. Junge. Oh, lol, hier gibt's noch ein Klo. Faszinierend. Ich war ein bisschen gefangen. Waschküche. Okay, und was ist hier? Wahrscheinlich ist hier der Abstellraum. Die habe ich vergessen. Es gibt ja noch eine Garage. Zählt das Abstellraum. Das Haus sieht ziemlich normal aus. Ja klar, da stand How to kill a house sitter. Ich sollte die Mail aus dem Briefkasten rausholen. Digga, der ist so dumm. Einmal Augen aufgemacht. Okay, die Tür geht anscheinend nicht automatisch zu. Einmal die Augen aufgemacht und hätte gesehen, dass hier ein fucking Mörder im Haus lebt. Pff, wer ist er denn? Ist das ein Entwickler? Missing. Please help. Chemical Saxon. Steht ja sogar drauf, wie schwer der ist. Das letzte Mal gesehen am 23. September 1984 im Selford Park. Hat einen schwarzen Sweater getragen und einen schwarzen Hut. Er hat einen House-Sitting-Service gemacht. Was meinst du? Kommt da was, wenn man diese Nummer da anruft? Ich glaube nicht. Imagine, das wäre so seine Telefonnummer. Ich mag das nicht. Ich mach die Tür wieder zu. Gott, das war ich eben, ne? Gott, das gefällt mir gar nicht. Generell, sowas will ich niemals in meinem Haus haben. Wenn überhaupt, dann so, mit, so eine richtige Tür. Aber nicht so eine Schiebetür. Die ist mir viel zu unsicher. Oh, Alter, der kriegt ja gerade... Warte mal. Digga, wenn die jetzt hier aufsteht... Guck mal, ich stille so... Warte.
Pass auf. Nee, warte, wir machen es realistisch. Boom. So. kurz Roleplay. Oh, ich hatte so einen harten Arbeitstag. Ey, meine Fresse, freue ich mich, meine Frau und meine Kinder wieder zu sehen. Schatz, ich bin zu Hause. Und dann siehst du das. Oh. Obwohl, theoretisch könnte einfach die Frau draußen sitzen und sich eine piefen oder so. Keine Ahnung, aber... Es ist gruselige Vorstellung. Nein, lass an. Ich will nicht im Dunkeln sein. Hier ist der Abstellraum. Ziemlich langer der Abstellraum. Was soll ich jetzt machen? Ach so. Pflanzen bewässern. Pff. Ich bin Profi. Oh, die werden markiert oder was? Ah. Wie? Oh Gott. Mach ich das richtig? Oh, tatsächlich. Oh Gott. Nein, bleib oben. Ach, da ist ja sogar ein Balken, den habe ich eben nicht gesehen. Also wie Dead by Daylight. Junge, ich habe, glaube ich, einen Infinite Water Glitch erfunden. Das Ding hört nicht auf zu fließen. Oh. Junge, wie viel habe ich schon vergossen? Was war das? Wer steppt denn da vorne? Ich kann halt nicht springen, ne? Ich kann nicht nachgucken. Ganz normal. Wer steppt denn da rum? Oh, nein, das läuft ja aus. Oh Gott. Ich stehe gleich unter Wasser. Hör auf. Das war knapp. Das Windspiel ist so cool. Ich will sowas auch mal haben. Stand der Müll hier eben schon? Warte. Rotate. So. Nein. Wie habe ich das denn eben hinbekommen, dass es so weitergelaufen ist? Ach, komm schon. Noch ein Versuch. Ah, scheiß drauf. Boah, Junge, das nenne ich Müll. Der Sack ist schwerer als erwartet. Was ist das für Knochen? Vielleicht sollte ich einen Detektiv einschalten? Hi! Ich bin ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Können Sie das bitte nicht machen? Stopp! Du hast die Scheiße aus mir rausgejagt, Junge! Ich bin Agent Ristolino. Großinvestigator im Büro. Glaube ich. Ich muss dich ein paar Fragen. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Klar, was ist es? Es sind hier mehrere Anrufe reingegangen für diese für diesen Ort hier, für diese. Naja, für Verschwinden von Leuten. Und generell das komische Phänomene. Wir sind gerade in Arbeit. Ja, habe ich gehört. Alles ist hier eigentlich ganz cool so vom Ding her. Ich bin nur den Müll am rausbringen. Bist du dir sicher? Wir haben einen Grund dafür zu glauben, dass hier mehr in dieser Nachbarschaft passiert als das, was man sieht. Ja, 100%, aber ich bringe hier nur den Müll raus, so. Was willst du von mir? Alles klar, aber lass deine Augen offen. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Informationen, um auf den Grund zu kommen. Na klar, mach ich. Danke, Inspektor. Kein Problem. Bleib sicher. Ach, und das machst du ganz normal, oder was, du kleiner Wichser? Wo willst du hin, hä? Wo willst du hin? Ich guck jetzt, du wirst despawnen. Ich weiß es, du wirst despawnen. Du wirst vor meinen Augen despawnen. Ich kenne diese Spiele. Mal wegen eben. Was sollte das eigentlich? Wollen Sie sich nicht irgendwie mal entschuldigen? Wo will der hin eigentlich? Wäre cool, wenn er den jetzt noch fragen geht. Ich folge ihm so lange, bis der weg ist. Da kenne ich nichts. Wo willst du hin?
Du läufst selber ganz schön goofy, muss ich sagen. Ich laufe dir mit der Klatsch einfach zu. Nein, ich komme nicht weiter. Ich beobachte dich. Ah, ich wusste es, der despawnt irgendwann. Aber immerhin hat er ihn bis dahin laufen lassen und hat ihn nicht direkt hinter dem Zaun despawnen lassen. Komisch, dass er aber auch. Ich kann gar nicht bis nach da hinten laufen. Ich will es auch nicht ausprobieren, weil dieser fucking Straßenplatz hier einfach fucking 10 Kilometer groß ist. Wo hab ich den Müll jetzt raus? Ah, da. Der muss aber auch so ein Creep sein, ne? Du musst dir vorstellen, ich stehe hier an der Tür und er hat den Müll in der Hand und er muss ja hier um die Ecke gestanden haben und sofort. Sir, halten Sie einen Moment an! Er soll über meine schönen Blumen, beziehungsweise über die Blumen von. Wie hieß er nochmal? Maxwin? Nee, ich habe seinen Namen vergessen. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Boah, jetzt darf ich. Hell no. Als ob ich da jetzt reingehe. Genau das meine ich. Genau da. Boah, das ist so fies, ne? Hallo? Die Tür ist offen. Habe ich die aufgemacht? Ich weiß es nicht mehr. Mein Horrorszenario wird Wahrheit. Check upstairs, Bro, bist du krank? Na klar, das ist das Erste, was ich machen würde. Nicht irgendwie den scheiß Inspektor anrufen oder so. Oh Herrna, oh Herrna. Oh, ich kack mich ein. Oh? Das ist ein Brief? Oh, nee, das ist kein Brief. Da ist jemand da drin. Nein, er hat die Entchen geklaut! Das akzeptiere ich nicht. Wo sind meine Enten? Small. Wo sind die Enten? Unglaubliche Frechheit. Angst. Ich sollte was zu essen. Ja, Digga. Und das ist. Ach, komm. Ruhe, da wird mich jetzt irgendwas erschrecken, wenn ich hier rauslaufe. Nee? Hey, ich wusste doch, wir sind chill miteinander. Boah, ich bin so angespannt, ne? Oh, bin ich angespannt. Überall könnte irgendwas sein. Also, ich kann es ja verstehen. Wenn hier jemand reinkommt und mir irgendwas aus der Bude wegnehmen will, wenn auch mein Leben. Aber bei meiner Coke und meinen 4 Steaks, da hört's auf. Wo bist du? Ich schwör dich, jag ich, bist du. Oh, Junge. Hier ist ja nichts mehr. Ach, der meint Pizza, ne? Was ist das? Cereals? Habe ich das selber gegessen? Nee, oder? Put cereal on bed upstairs. Warum Cereal? Da waren 4 Steaks drin und eine Coke. Und komischerweise fragt er sich nicht, was mit denen passiert ist. Wo war denn jetzt nochmal das? War hier das Schlafzimmer? Boah, ich bin so gut. Und warum aufs Bett? Lay on the. Nein, das wird doch niemand machen. Oh. Oh, vielleicht doch. Da kommt doch gleich was rein. Ist es dieses How to kill a house today? Nosferatu? Ladescreen? Nö, ich will sehen, was passiert. Jetzt habe ich den Film ja gar nicht gesehen. Und die Cereals habe ich nicht angerührt, ja super. Schlafparalyse? Hallo? Darf ich aufstehen? Darf ich? Muss ich klappen? Nee. Ich will hier raus! Da war ein Arm. Aber ich glaube, ich hätte mehr sehen sollen als nur ein Arm. Figure out what is going on. Was war das? Oh mein Gott, was war das? Ich weiß es nicht. Oh, pff. Also hält man auch. Hätte man ruhig offen lassen. Oh mein Gott! Ich kenne die Szene. Ich weiß, was jetzt passiert. Das ist das Einzige, was ich von diesem Spiel gesehen habe. Ich laufe da jetzt hin und dann wird geklappt. Ich sehe alles. Genau das meinte ich. Ich wusste nicht, dass man die Hand auch sieht. Hier hat er die Entchen verschleppt.
Komm mit Entchen, wir gehen zusammen. Zusammen kann uns nichts passieren, kann ich klemmen. Während der. Ich bin fucking Sans. Ich brauch meine Hände gar nicht. Ich bin Jesus. Nicht die Ente ist der Messias, ich bin's. Okay. Was war das denn? Wie goofy. Ah! Was? Was war das für ein Sound? Soll ich hier raus? Nee. Rubber Ducky. Oh, der ist aber groß. Oh, wie süß. Ich bin voll, ich bin guckt. Ich komme nicht weg. Ich bin in den falschen Raum eingelaufen. Oh nein. Rubber Ducky beschützt mich. Puh, was macht er denn da? Aua. Oh, das Tier, ihr habt die Ente gehört. You got a chiropractic adjustment? Okay, cool ausgedrückt. Retry vom Checkpoint, natürlich. Digga, ich bin direkt in das Schlafzimmer reingerannt. Ich wusste ja nicht, dass ich die Treppen runter muss. Oh, ich stehe hier wieder auf? Dann könnte ich diesmal sehen, was passiert. Nochmal. 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 Hey, komm schon! Ich hab nicht ewig Zeit. Komm her! Ich warte! Komm schon! Ich warte! Ah! Nur ganz kurz über den Kopf. Jetzt mal weiß ich ja, was passiert. Diesmal habe ich keine Angst. Ich bin zu unfähig, die Tür aufzumachen. So, jetzt soll ich hier rein. Ente kommt wieder mit. Du, 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 du. Bäh. Ist einfach gespawnt. Okay. Nee, es war noch nicht Rubber Ducky. Ich muss hier erstmal rein, oder? Ne, Moment. Ah, ich muss da zum Fenster hin. Ich habe meinen Rubber Ducky verloren. Und jetzt run oder soll ich die Ente nehmen? Komm mit, Enti. Ich bin so unfähig. Warte, was? Ich hab was vergessen zu triggern. Ich komme nicht weg. Dass der Runscreen ist irgendwie nicht getriggert. Moment mal. Ich bin durchs Fenster gesprungen! Was war das? Ich musste so schnell wie möglich weg. Jetzt kommt der andere und hält mich fest. Oh. Ich glaube, für den anderen ist es ein bisschen zu spät. Tut mir leid. Ich habe auch kein Auto, ne? Wie bin ich hier wohl hergekommen? Vielleicht wäre es jetzt eine schlaue Idee, zum Agent hinzugehen. Ich bin die ganze Zeit gerannt, bis ich die nächste Polizeistation erreicht habe. Wie ich gesagt habe, zum Agent. Während die Leute untersucht haben, wie Marco gestorben ist in seinem Haus. Und. Oh, das war Maxim in dem Müllbeutel, den ich rausgebracht habe. Der Neighbor Savo has disappeared under similar. Okay. Max, Markus tot. Maxim ist tot. Und Savo ist noch nicht bekannt, wo der ist.
It is on the walls on a hiring account, no trace. Okay, und außer den Kratzern wurde nichts von dieser Kreatur gefunden. Dieser Fall bleibt ungelöst. Oh, wie süß. Kein Problem, mache ich doch gerne. Oh, wie süß, warte. Ich werde noch mehr Horror-Games releasen. Cool. Direkt noch Eigenwerbung machen. Sei ihm gegönnt. Danke, Maxim. Ist es ein Freund von dem? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, das war's. Das war Nightmare Files Clap Clap. Das war wunderbar. Das hat super Spaß gemacht. Wie lange sind wir hier drin? Halbe Stunde. Halbe Stunde voller Spaß. Haut rein, Leute. Wir sehen uns.